Und heute gibt es das Gericht von Heidi Schaffelechen aus Eichdorf in der Obersteiermark. Heute gibt es Salbeischnitzeln mit Reis. Ich habe schon ein paar Zucchini-Stückchen zum Reis dazu getan. Und das Salbeischnitzel soll mit einem wunderbaren Serrano-Schinken, den ich hier auch schon aufgelegt habe, ummantelt werden. Zuerst Salz und Pfeffer. Die Heidi hat geschrieben, man soll den Schinken dann mit Spießen feststecken. Da weiß ich nicht genau, wie das funktionieren soll, wenn ich da jetzt den Schinken drauf tut. Deshalb habe ich eines hier sozusagen schon mal vorgemacht. Da sieht man schon die Salbeiblätter drunter, dann mit Schinken umwickelt, aber eben nicht festgesteckt. Ich hoffe, das hält so. Und bei der Version 2 werde ich jetzt ein bisschen verquirltes Ei drauf tupfen. Vielleicht hält mir dann der Schinken besser. Wir versuchen das einfach. Kann ja nichts schief gehen. Gut ist es ja in jedem Fall. Salbeiblätter drüber. Jetzt lege ich mir da den Schinken schön her. Schön, dass auf der anderen Seite auch noch einmal umgeklappt werden kann. Das klappt man jetzt einmal um. Auch da werden wir es einmal bestreichen. Eigentlich müsste sich ja auch ein bisschen in der Pfanne verbraten und dann gut zusammenhalten. Das versuchen wir jetzt. Butterschmalz und langsam vor sich hin braten lassen. In der Zwischenzeit kann ich noch die Paradeiser stückelig schneiden. Da mache ich kleine Würfel, die kommen zum Reis dazu. Der Bratenrückstand soll dann, deswegen habe ich ihn da schon stehen, mit etwas Sekt und Fond oder Suppe aufgegossen werden. Paradeiser dazu. Ein paar Birnenstücke schneide ich auch noch. Passt sicher auch sehr gut dazu. Die können da jetzt mit dem Reis noch ein bisschen mitdünsten. Deckel drauf. Jetzt schauen wir, wie unser Schnitzel aussieht. Ob das ganz auseinanderfällt oder ob das ein bisschen hält. Ah, das sollte eigentlich halten. Ah, das geht aber gut. Man muss sich nur helfen wissen. Ich finde es fast eleganter ohne Zahnstocher. So, jetzt legen wir das zweite ein. So, das Schnitzel ist fertig. Auf beiden Seiten knusprig angebraten. Da hält auch der Speck ganz gut. Also die Version mit außen bepinseln ist die bessere. Jetzt soll der Bratenrückstand mit etwas Sekt und Suppe aufgegossen werden. Den lassen wir ein bisschen reduzieren, bis der Alkohol verkocht ist. Dann jetzt mit kalter Butter einfach aufmontieren zu einem wunderbaren, feinen Natursafterl. Butter muss kalt sein, gell? Dann kriegt es ein bisschen eine Bindung. Schnittlauch. Schön den bunten Reis. Das Schnitzel. Das werden wir einmal in der Mitte auseinanderschneiden, schräg. Sehr schön, da sieht man schön den Salbei. Wunderbar, eine kleine Eierspeis und natürlich das gute Safterl. Und fertig ist das Salbeischnitzel mit Natursaft, mit Reis, mit Serrano-Schinken. Viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs Rezept einschicken. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ich bin überzeugt davon, dass das ganz köstlich schmeckt und freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder gemeinsam kochen. Mahlzeit.